Was geht ab, meine Z-Fighter aus der Reihe und auf der globalen Version hat nun die vierte Season vom Dokkan Battlefield angefangen, beziehungsweise Virtual Dokkan Ultimate Clash. Wir werden das heute Abend im Stream machen auf Twitch, der Link ist in der Beschreibung. Spätestens 20 Uhr gehen wir da live, Freunde. Checkt am besten den Streamplan ab, der ist ebenso in der Beschreibung. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut heute Abend vorbei. Worum es in diesem Video gehen wird, ist um Elemental Cooler Army, also Elemental Cooler Army heißen sie eigentlich, ja, die Elemental Cooler Armee, sage ich mal. Diese wurde hinzugefügt, Free-to-Play Elemental Cooler zum Barbershop. Wir werden uns heute ansehen, wie ihr den Boy bekommt, was er drauf hat und werden dann rübergehen auf die japanische Version und ihn dort showcasen, denn auf der japanischen Version habe ich ihn auf 100%, aktuell auf Global kann man ihn maximal nur bis zu zweimal bekommen. Weitere werden hinzugefügt. Woher bekommt man denn Elemental Cooler Army? Gucken wir uns das Ganze erstmal an der Stelle an. Nämlich aus dem Barbershop, indem ihr ihn gegen die Battlefield Gems austauscht. Battlefield Memory. Ihr klickt einmal auf Barbershop, geht auf die Treasure Section und dann, wenn ihr nach rechts scrollt, seht ihr hier schon, gegen Battlefield Memory könnt ihr euch ab heute, wie gesagt, Elemental Cooler Army holen. Maximal 2 Stück. Weitere werden, wie gesagt, die nächsten Season hinzugefügt, sage ich mal. Jedenfalls, 150.000 Battlefield Memory kostet ein Metal Cooler Army, okay? Heißt, wenn ihr die letzten Battlefield Season gemacht habt, könnt ihr euch bis zu 2 holen. Ich hatte gerade eben ein bisschen mehr als 300.000, dass ich habe eben im Prinzip alle Battlefields geschafft, die letzte Zeit rauskamen und auch die Daily bzw. Weekly Missions. Jedenfalls haben wir dann quasi hier bekommen unseren Boy. Am besten, was ihr natürlich macht, tut ihr erstmal einen einloggen, favorisieren, damit ihr nichts falsch macht und benutzt natürlich die anderen Freunde für die Dupes. Ja, nicht für die SA, denn weitere aktuell gibt es nicht, die wir bekommen aus dem Spiel heraus, sondern die, die es nur geben wird, die werden es sein in Zukunft auch. Deswegen macht das richtig, ja, macht da auf jeden Fall nichts falsch, benutzt auf jeden Fall diesen Elemental Cooler Army als Dupe. Am besten unten rechts direkt öffnen, auch wenn er nicht auf SC10 ist. Unten rechts bekommt ihr einfach mehr von. Wer weiß, vielleicht wollt ihr ihn auf jeden Fall auf SC10 bringen in der nächsten Zeit oder auf SC20. Die Sache ist aber nämlich, er hat keine farmbare SC, heißt, ihr müsst Elderkai benutzen. Wir gucken uns erstmal hier auf der globalen Version an, was er drauf hat, Informationen, Details und gehen dann, wie gesagt, rüber zu dem Showcase auf die japanische Version. Er heißt Metal Cooler Army, deswegen kann man ihn mit jedem anderen Metal Cooler spielen. Und zwar hat er Kosten 99, ist ein Free-to-Play-Charakter, wie gesagt, Free-to-Play-LR, Extreme Class Verbündeten gibt der Keyplus 3 auf HP, Attack und Def 70%. Mit der Super-Attack, mit seiner ersten, macht er hier an der Stelle Colossal Damage und verringert die Verteidigung des Gegners stark. Mit der Ultra-Super-Attack macht er hier Mega-Colossal Damage und erhöht Extreme Class Verbündeten, also Willensverbündeten, deren Angriff um 30% für eine Runde. Hat also mit der Ultra-Super-Attack einen Support-Aspekt, ist gar nicht mal so schlecht. Passive sieht folgendermaßen aus, auf den Angriff und auf die Verteidigung bekommt er bis zu 90%. Hängt davon ab, wie hoch die HP sind. Je höher die HP, desto höher ist dieser Boost. Also bei voller HP haben wir 90% Attack und Death. Er hat zusätzlich eine High Chance, also eine hohe Chance, 2 zusätzliche Additional Attacks zu machen. Diese wiederum haben eine Chance, eine Super Attack zu sein. Die High Chance, dass quasi 2 Additional Attacks startet, sind 50%. Dass diese dann quasi jeweils ein Super-Attack sind, sind leider nur 10%. Aber man nimmt's mit, sag ich mal. Links haben wir Auto-Regeneration, sind 3% Heal. Dann haben wir an der Stelle Schockenspeed, Key plus 2, Nightmare 10% auf den Angriff, Strongest Clan in Space, Key plus 2, Big Bad Bosses 25% auf den Angriff und auf die Verteidigung, wenn die HP 80% und drunter sind. Heißt, wenn wir da ein Szenario bekommen, wo wir das hinbekommen, wird es auf jeden Fall gut, gleich im Showcase. Fear and Fate sind Key plus 2, Legendary Power. Wissen wir auf jeden Fall, wenn er eine Super Attack startet, bekommt er 5000 auf den Angriff. In den Kategorien ist er aktuell vertreten in Resurrected Warriors und Movie Bosses. In Zukunft kommt noch hinzu Strongest Clan in Space bzw. Universe Most Malevolent, also die Kategorie von LR, nicht von LR, sondern von AGL Metal Cooler, was noch in Zukunft hinzukommen wird. Und in dieser Kategorie wird er sich am wohlsten fühlen, sei es von den Linkskill her, aber auch von dem Boost. Nämlich er bekommt dort Key plus 3, 170% auf alles. Aktuell hat er quasi aber auf Global in Resurrect Warriors den besten Boost, sage ich mal, in Sachen Attack vor allem. Und Combination wird in Zukunft noch hinzukommen. Würde sagen, so viel zu den Informationen und Details. Ich springe mal ganz kurz rüber auf die japanische Version, damit wir ihn gleich showcasen können. Alles klar, und auf der japanischen Version sieht das Ganze, wie gesagt, ein bisschen anders aus. Hier sind wir in der Lage, mittlerweile ihn schon auf 100% zu bringen durch die ganzen Dupes, die hinzukamen in den letzten Seasons. Die Sets seht ihr hier folgendermaßen, die gelistet sind, also auf jeden Fall HP über 20.000 ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ansonsten overall auch solide Sets, sage ich mal.
Im Dupe-System habe ich ihn auf 15 Crit gebracht, Level 6 Additional Attack. Er macht jetzt zusätzlich durch die Passive Additional Attacks, deswegen bin ich da voll auf Crit gegangen, so viel es geht. Das kam bei raus. Wir werden ihn im folgenden Szenario testen. Ich habe leider nicht AGL Metal Cooler, ist aber nicht schlimm, denn in Full Power Broly's Kategorie bzw. in Full Power Broly's Leader Skill gehört er zu den Movie Boss Charakteren und dies darum heißt, er bekommt ihr Ki plus 3 auf den Angriff 170%, auf die HP und Verteidigung 150%. Ich werde ihn in einer Rotation lassen mit dem Easy Age Anemba. Warum? Elemental Cooler, wir haben uns die Link-Skills angesehen. Er hat eigentlich gute Keyling-Skills, aber es gibt nur einen Charakter, der alle hat. Das ist nämlich Strongest Clan in Space Ki plus 2, Shocking Speed Ki plus 2, Fear and Fate Ki plus 2 und das ist quasi dieser Metal Cooler hier. Man kann ihn wie gesagt zusammenspielen, das ist das Gute. Den werden wir aber als, ist ja das Gute ist für meinen ersten Supporter, den werden wir rein und raus rotieren. Er gibt jedem Verbündeten auf den Angriff 30%, Ki plus 2 für Extreme Class Verbündete und wie gesagt, ist der beste Linking Partner für Elemental Cooler, denn zusätzlich, was quasi Janemba noch nicht hat, wenn wir uns gleich ansehen, was Janemba hat, ist Auto Regeneration, das sind 3%, dass er sich hielt. Aber wichtig bei ihm ist halt quasi dann im Endeffekt, dass er jeden Keyling Skills deckt von ihm. Also zusätzlich durch die Pass gibt er Ki plus 2, aber auch Link Skill Setup technisch gibt er bis zu Ki plus 6, das ist sehr gut. Aber, wie gesagt, Janemba, also wichtig ist, wenn der Partner von Elemental Cooler auf jeden Fall eines seiner Keyling Skills hat, sei es Shocking Speed, Fear and Fate oder Strongest Clan in Space und Big Bad Bosses. Das sind so quasi die, das ist das Minimum, sag ich mal, das ist das Minimum, okay? Aber was hat Janemba an der Stelle, was zeigt Janemba mit ihm? Shocking Speed, Ki plus 2, Fear and Fate, Ki plus 2, Nightmare, 10% auf den Angriff und Big Bad Bosses, 25% auf Angriff und Verteidigung, wenn die ja, HP 80% und drunter sind. Wie gesagt, um diese Rotation wird es sich handeln. Wir haben hier zwei Rotationscharaktere, Metal Cooler und unseren Golden Freezer. Bin ich auf jeden Fall drauf gespannt, was der Boy gleich leisten wird. Alles klar, und wir sind im Event von Tech Freezer. Ich habe gerade gesagt, alles, was Metal Cooler hat, beziehungsweise was Metal Cooler hat, was Janemba nicht hat, war Auto Regeneration. Das stimmte nicht ganz. Nämlich, logischerweise, auch wie ich es gerade gesagt habe, ist halt das, was, sag ich mal, in dem Szenario fehlen würde, oder beziehungsweise was Metal Cooler hinzugeben würde für Elemental Cooler, wäre Auto Regeneration. Ja, Janemba hat logischerweise kein Strongest Clan in Space, aber dennoch ist auf jeden Fall Janemba gut in der Rotation mit ihm. Also, wie gesagt, achtet auf jeden Fall darauf, dass ihn mit einem Charakter hält, der, wie gesagt, die auf jeden Fall eines seiner Keyling Skills hat und eines seiner Angriff Link Skills. Und Janemba hat Shocking Speed 4 in Feld, Ki plus 4 sind das vorne ab. Und Nightmare Attack plus 10% und Big Bad Bosses, das ist auf jeden Fall sehr gut. Und Freunde, vielleicht habt ihr es gemerkt, Plapper Maul Osanu. Freunde, ganz ehrlich, sorry, wenn ich mich ab und an jetzt in diesem Video vor allem verplappere, denn es ist legit früh am Morgen, ja. Deswegen sorry dafür, ich versuche mein Bestes. Ist vielleicht gar nicht mal so schlimm, dass wir jetzt die richtigen Rotationen nicht haben, denn so können wir auch sehen, okay, was, wie funktioniert denn er, sag ich mal, nicht in seiner besten Rotation. Die Sache ist jetzt nämlich, Broly ist jetzt mit ihm, er hat Shocking Speed, das ist gut, er gibt ihm Ki plus 2. Damit können wir leben, damit können wir auf jeden Fall leben. Wir hatten gut Ki hier an der Stelle, wir gucken mal, auf was für ein Angriffsset wir kommen. 270.000, okay, wir sind auf voller HP, heißt dann eine ganz Passive ist getriggert, beziehungsweise der höchste Boost ist hier vertreten. Und da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt, was abgehen wird. Das beste Szenario in diesem Show ist, wäre für uns 1,7, okay, nicht schlecht. Und ihr dürft nicht vergessen, er macht Additional Attacks, das muss auf jeden Fall dazu zählen. Bestes Szenario, 2 Millionen Crit direkt, sehr schön, sehr schön. Bestes Szenario wäre hier auf jeden Fall in einer Rotation mit Easy Age Anemba und dann, dass der Metal Cooler reinkommt, unser Supporter. Da bin ich drauf gespannt, auf was für Werte wir kommen. Geil wäre es natürlich, wenn wir dann auf jeden Fall auf voller HP sind. Den Janemba müssen wir raushauen, der muss rüber zum anderen Boy. In die eine Rotation, okay, Metal Cooler ist auf jeden Fall in der anderen, der Supporter. Metal Cooler mit dem Metal Cooler, richtig. Also bei den ganzen Metal Cooler und Cooler, da kann man auf jeden Fall sich verplappern, oder? Ich glaube, das hat nämlich hoffentlich nicht allzu böse. Aber wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, Freunde, dann gebt dem Ganzen auf jeden Fall ein Like. Und vielen Dank für euren ganzen Support. Wir haben letztens erst die 18.000 erreicht und es geht schon direkt weiter. Also wirklich vielen lieben Dank, Freunde, falls ihr neu seid und ihr nichts verpassen wollt in Zukunft. Drückt doch auf den Abo-Button, damit ihr, wie gesagt, nichts verpasst. Jedenfalls, dieser Freezer ist auch sehr gut, der Free-to-Play-Freezer, die werden ja noch alle auf Global kommen, demnächst schon. Janemba, sein Easy auch. Das nächste Easy für Global ist jedoch, indem ich das Ganze aufnehme, das von Kid Buu. Aber auch diese Informationen werden demnächst noch folgen, sage ich mal, Freunde. Jedenfalls sind wir jetzt hier, okay, Broly trat zu mit sich, aber Broly werden wir hier raushauen und Broly geht es nicht. Das ist LML Cooler Showcase, Broly, BD. Ja, auch zur Seite, danke. Okay, guck mal jetzt, das,
Das ist halt krank. Das ist jetzt brutal für LA Metal Cooler. Warum? So, also wenn wir ihn weghalten von Metal Cooler, dem Supporter, fehlen ihm 2 Key. Wenn wir ihn da reintun, schaut mal, wie viel Key er bekommen hat. Das ist richtig geil, ja. Abgesehen von der Pass wegen den Link-Skills. Wie sieht es mit Angriffsset aus? Ja gut, er bekommt ein Nightmare noch hinzu. Das ist sehr gut, okay. Heißt, wir können ihn eigentlich hier halten. Wir haben hier gute Orbs. Können wir auch gleich sehen, was er tankt. Wir sind immer noch auf voller HP. Wir haben 12 Key, sehr schön. Das Beste... Ja, okay, ja. Aha, okay. Das Beste wäre halt, warum jetzt Janemba noch hier was ausmachen könnte, ist Big Bad Bosses. Nee, warte mal, der Supporter Metal Cooler sollte Big Bad Boss eigentlich haben. Also, eigentlich könnten wir auch das beste Szenario hier kreieren. Da bräuchten wir gar nicht Janemba. 2,3 Millionen, sehr schön. Es sei denn, ich irre mich gerade und der Metal Cooler Support hat keinen Big Bad Bosses, aber ich werde gleich nachschauen. 2,3 Millionen Crits. Schon wieder. Also, der lässt uns gar nicht mal zugucken, wie seine Additional Attacks aussehen. Aber die Sache ist auch, droppen wir hier unter 80%, dass sich Big Bad Bosses triggert. Ich glaube nicht. Natürlich, das gute Szenario wäre, wenn er auf voller HP auf 80 runterdroppt. Wenn wir das hier nicht schaffen, dann werde ich mich darum kümmern, dass ich das quasi offscreen schaffe, beziehungsweise dann noch hinzufüge. Aber jetzt wegen dem Supporter, ich kann mich halt legit irren. Ja, der hat keinen Big Bad Boss. Okay, da hatte ich dann doch, richtig im Kopf. Aber der Elemental Cooler hat auf jeden Fall Big Bad Boss. Also brauchen wir Janemba auf jeden Fall in der Rotation. Jetzt lassen wir den Isay Broly mal hier. Dann droppt er, vielleicht droppt er unter 80%, aber, also wirklich gut wäre es, wenn wir, wie gesagt, 100% HP haben und dann auf 80 droppen, weil dann quasi haben wir den maximalen Boost durch die Passive bekommen, aber durch den Link-Skill dann in dieser Runde Big Bad Boss noch hinzu. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, bin mir da nicht so sicher. Aber wie gesagt, wenn es hier in diesem Schock jetzt nicht klappt oder in dieser Szenario nicht schlimm, dann werde ich mich auf jeden Fall darum bemühen, das hinzubekommen. Aber Broly, oh, Broly ist auch eine totale Maschine. Also Broly, sein Team und sein Leader-Skill ist richtig geil. Also wirklich, das ist echt gut. Und da kann man auf jeden Fall so spielen, so ist es nicht. Da geht auf jeden Fall sehr viel. Man kann sehr viele Konstellationen bauen. Das ist auch das Schöne an diesem Team. Oder an diesen Dual-Card-Leadern. Additional Ulti, ja jetzt, der will's wissen. Der will's wissen, Leute. Das ist so gestört. Broly haben die echt geil gemacht, finde ich. Raus mit dir. Ja, die Jungs, die machen heute nicht schlapp. Oje, oje. Die wollen es heute auf jeden Fall wissen. Wir sind jetzt schon auf der letzten Stage gegen Golden Freezer. Oh, das ist sogar das... Oh. Okay, wir waren nicht ganz auf voller HP. Das ist jetzt nur wegen den Linkskin so. Ich weiß nicht, ob wir auf 80% und drunter fallen. Ich mach mal kurz. Ich gebe mir mal ganz kurz ein... Frucht des Machtbaums, damit wir auf 24 Key sind, weil auch, also hier haben wir jetzt quasi keinen Big Bad Bosses vorerst. Ich weiß, wenn wir eine Super Attack bekommen auf Metal Cooler, ob er da auf 80 und drunter droppt, weiß ich nicht. Aber mit der Super Attack vielleicht schon, aber die Sache ist, die Ult tut er ihn Super Attacken. Bei meinem Glück nicht. Bei meinem Glück wahrscheinlich nicht. Ah doch, tatsächlich. Komm schon, hau was Krasses raus. Wenn wir auf 80% und drunter fahren, wäre es gut. Wir waren zwar nicht auf voller HP, aber das wäre gar nicht mal so schlimm. At Start of Turn, wir sind nicht auf 80 und drunter. Doch. Big Bad Bosses aktiviert sich da zum Schluss. Ich habe jetzt gerade auf den Linksten geachtet, aber ich habe nicht gesehen, was auf dem Radar stand. Aber ich bin mir sicher, es ist auf jeden Fall was Gutes. Zeig mal 5 Millionen Crit. Hast du einen Additional Attack? Ja, leider nur 10%. Das ist eine Ulti wird. Noch ein Additional Attack? Ah, leider keine Super Attack. Also, ja, die 10% sind schon wenig. Aber hey, ihr dürft die Additional Attacks nicht vergessen. Und das hat auch sehr viel ausgemacht. Er hat ihn fast im Alleingang runtergenommen. Deswegen würde ich sagen, haben wir eigentlich wirklich was Gutes gesehen vom Elemental Cooler. Das Szenario ist auf jeden Fall gut gestellt. Wäre noch ein Ticken höher, das was auf dem Radar stand. Wirklich ein minimales Ticken höher. Weil wir sind nicht direkt mit voller HP reingegangen. Es haben vielleicht so 95% HP. Ich glaube, das aber in Ordnung, Freunde. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt den Ganzen auf jeden Fall Like. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.